Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht's mit unserem Oma Zylinderkopf. Moin, hallo. Wir sind mal wieder bei NG Motorsports. Sprecht ihr das eigentlich auf Deutsch oder Englisch im Haus? Gibt's da eine das heißt ja eigentlich New Generation, aber ich erwische mich auch oft dabei, wie ich NG sage. NG, ne? Weil ich habe eigentlich ist es aber NG. Ich habe immer NG gesagt und irgendwie habe ich in letzter Zeit mehr angewohnt, NG zu sagen. Ja, so ist auch richtig. Okay, scheißegal. Also erstmal, letztes Video, mal wieder wirklich geiles Video gewesen. Ich fand wirklich, war gut zu gucken. Ja. Freut mich auch, dass das euch so gefallen hat. Und da setzen wir jetzt genau wieder an und machen mit diesem Zylinderkopf weiter. Ja, ich habe mich auch wirklich gefreut, dass das technische Interesse da auch so groß war, dass man alles mal so genau gezeigt hat. Zeigt immer wirklich, dass das auch mal gut ist, da so ins Detail zu gehen. Und jetzt muss man einfach auch sagen, Ventil sitzt technisch. Denjenigen, der es interessiert oder der keine Ahnung von Motoren hat, aber Maschinengeil findet, ist es natürlich auch die Oberliga. Ja, da gab es ja auch so zwei, drei Kommentare. Das muss man in dem Fall dann auch einfach so sagen. Also, genauso geil finde ich diese Planfläche. Spiegelt das in der Kamera auch so geil? So richtig crazy. War der gerade? War der schräg? Also die verwerten das Thema ja schon. Die VR6 sind nie so ganz gerade, wenn die so viel Leistung bekommen. Es war noch im vertretbaren Rahmen. Also ich glaube, wir haben jetzt irgendwie so 1,2 Zehntel geplant, das Ganze. So, aber man hat schon gesehen, dass beim ersten Ankratzen hat er erst im vorderen Bereich getragen, dann hier im hinteren Bereich. Und in der Mitte war es halt alles noch ein bisschen fleckig. War jetzt aber nicht so, dass er viel, viel, viel krummer war als andere VR-Köpfe, die ihr habt? Nein, also wir haben jetzt neulich einen VR gehabt, der war wirklich so krumm, dass wir ihn aussortieren mussten. Da waren wir irgendwie bei 4, 5 Zehntel, was der krumm war. Okay, nee, dann waren wir eigentlich noch gut im Rennen. Da waren wir noch gut im Rennen. So, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ihr euch jetzt hier so diese, hier sieht man jetzt schön die einzelnen Radien, falls die Kamera das auch hinkriegt. Man sieht so ein bisschen eher an den Reflektierungen, ne? Ja. Das sieht schon sexy aus, ne? Ja, wir haben jetzt nochmal diesen Übergang so ganz leicht von Hand angeglichen, was wir letztes Mal erwähnt hatten, also dieses Anputzen. Und das ist dann hier zwischen, genau, das ist einfach nochmal der Übergang händisch. Und man sieht jetzt natürlich auch noch leicht, worüber wir gesprochen hatten, dass man hier ab und zu nochmal so einen kleinen Schatten hat, wo wir halt nicht getragen haben, ist aber für die Funktion halt jetzt wirklich nicht, ist egal. Wenn ich den Kopf jetzt so hier sehe, mit diesen Sitzringen, es ist ja wirklich eigentlich alles, was geht, ne? Ja. Auch so mit diesen riesen Kanälen mit Golfball, muss ich mich immer daran erinnern, an eure Aussage, dass der VR-Kopf der Kopf ist, wo man einfach am meisten rausholen kann. Ja. Ich glaube, irgendwie so bei 28% war da auf der Genau, es gibt so, halt, oder? Wenn man jetzt einen GT3 RS-Kopf macht, kann man halt keine Weltwunder mehr erwarten, aber bei so einem Kopf hat man halt wirklich noch richtig Potenzial, ne? Ja, deswegen, also ich nach wie vor, gerade jetzt nach dem Zerlegen, wenn ich mir überlege, wie viel Bauchschmerzen ich mit 1000 PS-Motoren bisher hatte, ja. Wie viel ich mit diesem Auto gemacht habe, auch nicht als Profi-Abstimmer, sondern war ja eigentlich so mehr mit Marius Autos so die ersten Autos, wo man sich in die Emo so ein bisschen reingefuchst hat. Wo du noch gesagt hast, hier, ich starte damit jetzt mal und ich probiere das einfach alles selber. Echt dankbarer Motor. Also kann ich wirklich immer nur sagen, mittlerweile ist es so, die werden jetzt auch schon teurer. Also die Zeiten, wo du mal für 200, 300 Euro so einen Motor bekommst, ist schon schwieriger, aber ich muss wirklich sagen. Ich habe letzte Woche mal nach einem Corrado VL6 geguckt und musste auch feststellen, dass diese Autos sehr, sehr teuer geworden sind. Ja, vor allem auch sehr, sehr schwierig zu kriegen. Ja, auf jeden Fall. Vor allem in unverbasteltem Zustand. Ich wusste ganz lange nicht, dass der Corrado einen elektrisch ausfahrbaren Hexboll hat. Nee, das wusste ich auch nicht. Ist mir Muss man warten, der fährt raus. Okay. Immer an mir vorbeigegangen, bis irgendwann hier Tilly, AS-Klinik bei uns in Hannover, der hat noch einen, so eine sogar geile Farbe, so ein Brombeer ist das. Ja, finde ich super VR, geil. Mit GT35 drauf. So einer schön mit schwarzem Leder, unverbastelt. Ja, irgendwann sind wir gefahren und auf einmal kommt Hexboll. Also, was ist das denn? Krass. Immer an mir vorbeigegangen. Okay, so. Ja. Das Objekt der Begierde. Das heißt, Sitzringe geschnitten, Führung bleiben alt, Kopf Führung gereinigt bleiben alt, und geplant. Führungen sind noch super, Kopf einmal noch mal im Ultraschall gehabt, alle Dichtflächen etc. noch mal wieder übergeschliffen bzw. übergeplant, Sitze nachgeschnitten und Ventile einmal revidiert. Also die Einlassventile nur sauber gemacht, das ist ja diese schwarze Supertech-Beschichtung, das schwarze Nitrierte. Mhm. Und die Auslassventile haben wir auch einmal ganz zart mit Glasperlen übergestrahlt. Ah, kann man echt strahlen, okay. Ja. So, dann jetzt würde normalerweise der Moment kommen, ich kenne das so von früher, wo du so Ventile mal eingeschliffen hast, ne? Genau. Weiß ich noch, war also wirklich den ersten 8V Golf habe ich wirklich noch per Hand gemacht. Ja. Beim zweiten habe ich mir dann schon einen Aufsatz für die Bohrmaschine besorgt. Ja, haben wir auch. Beim dritten habe ich es mir dann einfach gemacht, weil der Aufsatz war irgendwie doof, einfach Ventil durchgesteckt. Silikonschlauch drauf, Bohrer in den Bohrer rein, auch mit Silikonschlauch. Habe ich auch schon oft gesehen. So, und dann ist das nämlich so geil saugend, dass, also das ist so fest, dass du auch dran ziehen kannst. Ja. Also du kannst dann wirklich das Ventil in den Sitz immer so reinziehen. Ne? Also bei denen ist es jetzt so 45 Grad neue Dichtfläche und also im Sitz und 45 Grad Dichtfläche im Ventil, beides neu, ist kein Einschleifen mehr nötig.
Es gibt aber auch immer noch genug Leute, die sagen, ja, sie wollen nochmal, um das Tragbild zu kontrollieren etc. oder gucken, wo der Sitz wirklich auf dem Ventil ist, dass die das nochmal einschleifen. Bei dir brauchen wir es jetzt nicht machen. Wobei wir genau das Gleiche theoretisch ja überprüfen können am Ende mit Unterdruck ziehen. Ja, klar. Wenn es dicht ist, ist es dicht. Wenn es dicht ist, ist es dicht. Die zwei Ventile können wir ja gleich nochmal nachschleifen. Also die anderen stehen da schon alle, die sind alle schon nachgeschliffen. Aber wir können natürlich nochmal jeweils ein Ventil hier schleifen. Hier sieht man gut den Unterschied. Genau, das ist auch nur, sieht man auch gleich, das ist minimal. Also es ist einfach nur noch einmal abgezogen. Das heißt, ihr habt gar keinen mehr hier stehen, der wirklich an jedem Kopf die Ventile immer einschleift? Nein, gar nicht mehr. Wir ziehen, schleifen, 45 Grad Sitz nachschneiden oder halt neu schneiden komplett, dann einmal Unterdruck ziehen. In den meisten Fällen ist es dann so, wenn das dann nicht dicht ist, dann ist das Ventil krumm. So, ja. Also dann kann man das halt auch nicht mal eben irgendwie durch Einschleifen beseitigen. Ja. Ne? 45 Grad ist gang und gäbe es immer. 98% aller Sachen sind 45 Grad. Man wundert sich dann mal teilweise, was man für Exoten hat. Ich glaube, Volvo hat teilweise mal 35 Grad. Käfer Typ 4, alte Auslassventile, haben auch 35 Grad, meine ich. Aber so das meiste hat 45 Grad. Käfer, wo du gerade Käfer sagst, du hast ja noch genau 4 Wochen bis zum Käfertreffen jetzt bei uns. Ja, genau, es wird sehr, sehr schön. Ich glaube, das Maikäfertreffen findet gar nicht statt dieses Jahr. Doch? Nee, aber das Gelände ist doch anderweitig belegt, soweit ich das weiß. Bin ziemlich sicher, dass stattfindet. Da stehen aber, glaube ich, irgendwelche anderen Autos rum. Also okay, kann auch sein, dass ich nicht gut genug informiert bin. Also, ich habe schon von ganz vielen Leuten von allen Ecken gelesen, dass die in Hannover kommen. Okay, aber Cruise gleicher Night, Ort? Nacht vorher, das weiß ich nicht. Aber nee, irgendwo auf dem Messegelände. Genau, aber der Ort ist nämlich, glaube ich, belegt. Cruising Night kann gut sein, dass die stattfindet. Die ist ja immer da bei Burger King. Genau. Da werden wir auch bestimmt hinfahren. Käfertreffen, 1.5. in Hannover. Okay. Irgendwo auf jeden Fall. Na, das schaffe ich nicht. Anhänger. Ja. Nein, dann müssen wir später auch nochmal berichten, wie es mit deinem Käfer auf jeden Fall weitergeht. Einen kleinen Zwischenstand geben. Okay. Was ich auf jeden Fall immer gut finde, ist, dass ihr auslassseitig die Dichtfläche noch so breit lasst. Ja, ist einfach der Temperatur geschuldet. Hatten wir ja auch schon gesagt, die Wärme muss halt einfach irgendwie aus dem Ventil raus. Würde keinen Sinn machen, die Dichtfläche da jetzt so minimalistisch irgendwie auszulegen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, einmal Ventile schleifen. Ja, machen wir einmal hinten. Das war dann weiter. Oder beziehungsweise macht der Kollege einmal. So, Hallöchen. Moin. Du bist hier für die Ventile zuständig. Genau, ich schleife euch jetzt die Ventile ein. Ich bin der Marc. Wir haben hier ein schönes Gerät. Wir haben hier an der Seite eine Schleifscheibe, die wir natürlich vorher immer abziehen können, dass man eine schöne gerade Fläche hat. Mhm. Das Ganze ist eingestellt. Wir haben hier unten eine Gradanzeige. Mhm. Wir könnten auch andere Winkel als 45 Grad machen. Das ist aber hier ja eigentlich standardmäßig eingestellt, wie ihr das eben schon besprochen habt auch. Ja, und dann haben wir hier automatisches Futter, das man aufmachen kann. Sieht so oldschool-mäßig aus, die Maschine. Dabei ist die gar nicht oldschool, oder? Die ist so ein bisschen auf alt gemacht. Wenn man so von hinten reinreden darf, also die Maschine ist halt über Jahrzehnte genauso geblieben, kann man aber auch noch genauso kaufen. Und jeder, der irgendwie damit zu tun hat, dem ist Quickway, also dieser Name, auch ein Begriff. Also eigentlich benutzt jeder genau dieses Ventilschleifgerät. Also wir können da halt drauf schleifen, wir können auf der anderen Seite auch Ventile kürzen. Ja, super Teil. Und durch dieses pneumatische Futter, die Größe ändert sich automatisch, dadurch, dass es auf und zu fährt. Und dadurch wird das Ventil immer exakt mittig perfekt gespannt. Mhm. Und man kann dann hier. Weil dementsprechend, wenn wir das Ventil logischerweise nicht mittig aufnehmen würden, würde man auch niemals passend zum Zentrum diese schöne Dichtfläche wiederherstellen können. Ganz genau, das muss schon perfekt zentriert sein, damit man auch nachher wie gewohnt vernünftig die Dichtfläche wieder hat. Das ist auch wirklich beim Revidieren, spätestens halt ab dem Punkt, wo du es eingespannt hast, merkst du dann auch, wenn der Rundlauf nicht hundertprozentig stimmt. Also dann kann man immer noch mal sagen, okay, das Ventil ist Ausschuss, weil es halt nicht vernünftig rund läuft. Ist out of order. Wir haben auch, wenn ich jetzt hier mal anmache. Hat so ein bisschen was wie von so einer Schinkenschneidmaschine irgendwie, finde ich. Machen wir auch immer damit sonst. Es dreht sich auch nicht nur die Schleifscheibe, es dreht sich auch zusätzlich noch das Ventil, damit man wirklich eine schöne, perfekte Oberfläche auf dem Teil hat. Also immer so ein bisschen hin und her bewegen, damit man schön die ganze Fläche gleichmäßig nachher abträgt. Hört man ja schon ein bisschen, wenn ich das leicht trage. Ich stelle hier noch das bisschen zu. Wenn man dann hört, dass das Geräusch schon ein bisschen weniger wird, dann kann man
quasi aufhören, weil man dann sicher sein kann, dass das Ventil nicht mehr weggedrückt wird, dass es wirklich überall gleichmäßig getragen hat und man ein schönes Bild hat. Wie viel hast du jetzt ungefähr zugestellt? Was waren das gerade? Das Problem ist, dadurch, dass es eine amerikanische ist, sind das keine Zehntelanzeigen, aber ich habe jetzt zwei Striche gemacht. Das sind nachher 1/200. Also wirklich nur ganz wenig, ne? Das ist super wenig. Weil sonst hätten wir ja wieder die Thematik, dass das Ventil wieder weiter rauskommt, der Überstand immer mehr wird, ne? Das war es jetzt quasi schon. So, es ist so eine typische Maschine, die sich jeder von uns zu Hause wünscht. Wenn du mal am Wochenende den VR wieder weggesprengt hast, revidieren mal, kurz die alten Ventile einmal wieder geil machen, ne? Ja, vor allem, ich sag mal, jeder kennt das mit Schleifvlies etc. in einer Bohrmaschine, Akkuschrauber, wie lange man an so einem Ventil Zeit vertreiben kann, bis man das halt wieder schick hat, ne? Das ist jetzt einfach perfekt. So. Ja, und ich behaupte mal auch, selbst wenn du mit Schleifvlies an die Bohrmaschine gehst, keine Ahnung, im Zweifelsfall noch eine Feile rausholst oder einen Stein, wie auch immer. Niemals so, ist selbst klar. Selbst dann eine halbe Stunde lang das Ding einschleifst, dann mag es zwar sein, dass es dicht ist und irgendwo trägt, aber es ist ja niemals so, dass beide Flächen erstmal so gut vorbereitet sind. Dazu kommt ja auch, wenn du das mit dieser Schleifpaste machst, man bringt ja auch immer ein bisschen was von der Paste in das Ventil und in den Sitz ein. Ja. Und das ist natürlich das Erste, was sich wieder verabschiedet. Und dadurch ist es dann schneller wieder undicht, sage ich mal. Und ich hatte auch immer bei der Schleifpaste, ist bei mir immer das Gefühl mitgefahren, dass irgendwas von der Schleifpaste in die Führung auch ein bisschen reinkommt. Ja, da muss man halt auch total aufpassen, dass man sich natürlich die Führung nicht direkt wieder komplett zerstört. So, weil, ne? Genau, das weil ist wie der Name. Wie Kopfstrahl mit Glas oder Sand etc. Ne? Wie der Name schon sagt, Schleifpaste, ne, das ist ja halt doof in der Führung. Ne, ja, ist schlecht. Dann schleift sich das da auch weg. Das heißt, die eigentliche Breite vom Sitz ist jetzt gerade gar nicht beeinflussbar, sondern ist vom eigentlichen Ventil vorgegeben in dem Fall. Bisschen was vom Zahnarzt. René wieder die Krise, wenn er solche Geräusche in der Tonspur hat. Witzig ist, das Einlassventil ist tatsächlich auch leiser als das Auslassventil vom Geräusch her. Ich weiß auch gar nicht, ob das bei denen die gleichen Materialien haben. Nein. Die Sitzringe zum Beispiel sind ja auch unterschiedliche Materialien. Nee, da ist. Das Auslassventil ist, kannst du jetzt noch nicht wissen, das ist ein Inconel-Ventil. Also, das ist definitiv ein anderes Material. Inconel, und das ist ja mehr hier so, ich wollte jetzt gerade übertrieben gesagt eine Alu sagen. Alu wird es nicht sein, aber das ist doch auf jeden Fall deutlich ist leichter. Ist auf jeden Fall deutlich leichter und auch nicht so hart wie das Auslassventil. Gute Frage, wüsste ich jetzt wirklich gerade nicht, aus was kann ich auch nicht sagen. Also, es gibt so gängige Legierungen für die Ventile, aber was das jetzt genau bei dem Supertech-Ventil ist, bin ich auch überfragt. Wahrscheinlich auch viel im Geheimnis. Okay, die beiden haben wir. Und dann ab zum Kopf, würde ich sagen. Ab zum Kopf, gucken wir uns mal die Überstände an. Klug! Eine Sache beim VR ist halt leider, wir können den so oft planen, wie wir wollen, die Verdichtung ändert sich nicht. Weil es halt einfach keinen Brennraum hat gibt. Hat halt einfach keinen Brennraum. Nicht korrekt, sie wird mit Sicherheit ein bisschen mehr werden, weil wir hier so ein ganz bisschen arbeiten. Wir haben uns vorhin noch drüber unterhalten, wenn du den jetzt, kann jetzt ja jeder mal ausrechnen, wenn du den mal 1/10 planst, was das halt als Volumen ist, das ist halt echt nicht viel. So, jetzt kommt die Thematik, die ihr alle so genauso sehr liebt wie ich, weil ich glaube, es gibt keine trockenere Thematik als das, was jetzt kommt, aber wir müssen es kurz besprechen. Ganz entscheidend bei unseren Motoren ist folgende Thematik. Wir haben dieses Federpaket. Supertech-Feder. Genau. Das sind eigentlich die Federn, die das Ventil schließen. So, das heißt, da das Ventil geschlossen sein soll, sind diese im Sitz vorgespannt. Das heißt, das Ventil guckt jetzt hier weniger raus vom Abstand her, als die Federn in der Rohrlänge hätten. Das heißt, die sind eingebaut vorgespannt. Genau, das ist unsere Einbaulänge. Diese Kraft ist das alles Entscheidende, weil diese Kraft genau der Moment ist, wenn das Ventil zugeht. Das heißt, wenn du jetzt hier mal so filmst, René, hier hätten wir jetzt übertrieben gesagt maximalen Hub der Nockenwelle und dann kommt das Ventil immer weiter rein. In dem Moment geht die Feder immer weiter auseinander. Das heißt, die Federkraft wird immer weniger, weil wir ja hier eine, also wir haben zwar eine lineare Feder, aber logischerweise, je weiter die sich entspannt, je weniger Kraft hat sie. Deswegen ist am allerentscheidendsten die Kraft, wie viel sie ganz am Ende hat, weil ihr habt es im Prüfstandsvideo gesehen, wir haben tatsächlich unter diesem Auslassventil im Krümmer 5 bis 6 bar gehabt. Ja, das heißt, für dich ist die Kraft im Sitz erstmal viel interessanter
Genau, weil gegen diese 5,5 bis 6 Bar muss dieses Ventil schließen. Und jeder, der schon mal so ein bisschen mit Druckluft rumontiert hat, weiß, wie viel Kraft das in dem Moment eigentlich ist. Ne? So, und wenn dann nämlich das Ventil nicht zugeht, sondern als Beispiel so ein bisschen aufstehen bleibt, das reicht schon, dann ist das Problem, im nächsten Moment geht das Einlassventil aus und dann ist Baustelle. Ja. Nicht Baustelle, weil kaputt, sondern Baustelle, weil natürlich die ganzen Abgase in dem Moment wieder in den Brennraum ziehen über das Einlass. Und dann habt ihr Abgase im Rennraum und dann hat man diese Aussetzer. Oder vielleicht zum Beispiel, dass keine Leistung mehr kommt. Ja, also es kann passieren zum Beispiel. Dass ich glaube, das ist dieses typische Geräusch, was wir eben auch gesagt haben. Wenn es fühlt sich an, es fühlt sich an, als wenn du ins Leere trittst in dem Moment. Genau. Ja. Oder je nachdem, wie stark das ist. Ich glaube, es geht aber auch ohne, dass man es hört, dass einfach keine Leistung mehr kommt. Weil bei uns war es jetzt ja auch so ein bisschen mehr gestellt. Aber es kam nicht mehr richtig viel. Und das kann halt schon damit zusammenhängen, wenn prozentual, keine Ahnung, 5% Restgase im Brennraum stehen, ist natürlich dieser ganze Verbrennungseffekt flöten, weil einfach kein Sauerstoff da ist. Ne? Richtig. So, das heißt, wir müssen jetzt ermitteln, was wir hier an Anpresskraft im Sitz maximal erzeugen können. So, weil wir hier die maximale Kraft haben wollen. Das Ganze ist jetzt leider dadurch vorgegeben, dass diese Feder nur einen Maximalhub hat. Es kommt irgendwann der Punkt, wo sich die Feder einfach auf Block zusammendrückt. Können wir euch ganz einfach einmal zeigen. Die Zeit nehmen wir uns kurz. Jetzt ohne das Ganze groß vorzubereiten. Ich wollte sagen, einmal demonstrieren, wie weit man die jetzt zusammendrücken kann. So, wir müssen mal einmal hier mit dieser geilen Federwaage, machen wir die jetzt noch einmal auf Null. Warte mal, ich halte es mal fest. So, jetzt gerade seht ihr, hier ist unten die Kraft. Wir nullen die hier immer. Zero. So, jetzt drehen wir das Ganze hoch. Ich hab's noch, dreh mal ruhig. So, jetzt, wenn wir gleich drauf liegen, das Coole ist, man sieht immer, sobald man drauf liegt, sobald natürlich logischerweise ein bisschen Kraft drauf ist. Jo, ist ganz leicht zurück. So, jetzt gehen wir auf 33 mm, weil das Einbaumaß, das kürzen wir jetzt einfach ab, das haben wir schon gemessen, das Ventil steht so weit raus, dass die Feder im Sitz 33 mm länger hat. Ist ja ganz einfach, kann man nur mal ganz kurz sagen, wir haben den Ventilüberstand nochmal gemessen, haben dementsprechend den Federteller und sowas addiert und das ist jetzt das Maß, was wir einstellen. Ist ein bisschen Messerei, braucht man noch immer Spezialwerkzeug für, wenn man es genau machen will. So, das heißt, wir haben jetzt gerade hier 33 mm. Jetzt nullen wir das Ganze, weil das ist quasi jetzt unser Sitz. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir das Ganze drehen können, bis wir auf Block sind. Das ist jetzt unser Ventilhub, den wir gerade simulieren. Man sieht relativ gut, wann das Ding auf Block geht, weil die Kraft auf einmal brutal nach oben geht. Jetzt ist das Ganze ja noch ziemlich linear und sobald es auf Block ist, drehen wir natürlich die ganze Spindelpower unten in die Waage rein und es macht auf einmal Riesensprünge. Das heißt, jetzt geht es langsam. Ja. Und ab da geht es auf Block. So, was sagt die Anzeige? 16,7 mm. Kann sich diese Feder zusammendrücken, bis sie auf Block geht. Unsere neuen Nockenwellen haben 12,8 mm Hub. Ich habe neulich noch drüber gerätselt. Ich habe noch nie bei einem Auto über 300 Grad Nockenwellenverbot. Ich war auch erstmal erstaunt, als du mir den Zettel geschickt hast. Aber da bin ich froh, so einen Partner wie die Bielers zu gefunden haben. Die haben halt diese VR-Rohlinge. Und da können wir jetzt wirklich einfach mal Profile testen. Ja. So, ne? Da kann man einfach mal sagen, ey, zieh es, schleif mal das und das. Und dann kriegen wir diese Wellen. 304 Grad. Man sieht den Unterschied auch sofort. Und das sind die alten Nockenwellen. Jetzt muss ich die mal irgendwie in die Kamera halten, dass du das gefilmt kriegst. Nebeneinander. Rechts ist alt, links ist neu. Und der linke Nocken ist viel, viel bauchiger. Ja, ganz anderen Grundkreis, ne? Passend zu unserem Kameramann hier heute. Also nicht wegen dem Bauch. weil halt einfach die Breite von dem Nocken hier ist das, was ja das Ventil lange offen stehen lässt. Es geht jetzt erstmal nicht darum, wie weit es maximal aufgeht, sondern wie lange es offen steht. Weil das ist einfach der Querschnitt von dem Sitz, der halt einfach die Luft durchlässt, ne? Für alle, die mal schnell an der Nockenwelle den Hub messen wollen und sich da immer schwer tun, ganz einfach digitalen Messschieber nehmen. An den Grundkreis gehen, wo kein Hub ist. Nullen. Das Ganze nullen. Und dann einfach ein bisschen mit dem Daumen gegendrücken und die Welle drehen, bis ihr die maximale Zahl habt. Ist in diesem Fall tatsächlich schon 12,3, ne? 12,3. So, das heißt, auf der Einlassseite sind wir vom Hub gar nicht viel, viel stärker. Ja.
So, das Krasse ist jetzt aber, jetzt machen wir das Ganze nochmal auf Auslassseite. Da kommt nämlich der Unterschied. Mal gucken, ob wir gut oder schlecht sind. Auf der Auslassseite haben wir gerade mal 11,1 gefahren. Ja. Ob das für einen Turbomotor jetzt gut oder nicht gut ist, kann ich nicht sagen. Einlassseitig hatten wir uns auch schon so ein bisschen an der Fließbank etc. orientiert. Das ist jetzt halt auch einfach nochmal ein Versuch. Jetzt, ne, muss ich fairerweise sagen, Zisis wollte eigentlich Wellen machen. Einlass 304, Auslass 296 oder so. Der wollte ein bisschen asymmetrisch machen. Ich habe aber gesagt, Alter, lass uns doch mal wieder einmal 300 Grad Auslass und Einlass. Ich könnte mir leider vorstellen, dass, also das Ansprechverhalten wird wahrscheinlich besser werden, weil die Abgase einfach besser aus dem Brennraum rauskommen. Ja. Jetzt auf die 5 Bar betrachtet, auf den Gegendruck, ist es natürlich eigentlich nicht so geil, wenn es zu lange offen stehen bleibt. Das ist schwieriger, ne? Spagat zwischen beiden dann immer. Genau, so, da müssen wir ein bisschen jetzt gucken. Werden jetzt ganz viele schlaue Kommentare kommen, macht so und so und so. Problem ist, das Zweifelsfall aber einfach mal probieren. Das ist genau, das muss ich da auch immer wieder auf der Messe, kommen auch mal ab und an ein paar Leute an. Theorie ist immer eine Sache, ja, und Praxis halt die andere Sache. Ja, sehe ich ganz genau. So, und das Problem bei diesen Wellen ist alleine, dass wir die Spreizung nicht einstellen können. Einlass und Auslass ist fest auf einer Welle. Das heißt, wir können nicht definieren, wie die beiden Wellen zueinander stehen, was bei vielen anderen Motoren geht. Ja. Das heißt, ich wollte hier jetzt einfach einmal testen, was passiert, wenn wir die Auslassseite auch so krass machen. Ja. Mag sein, dass das Ding weniger Leistung hat als vorher, weil das Auslassventil noch mehr stehen bleibt. Aber das ist auf jeden Fall der krasse Unterschied zwischen alt und neu. Also A steht länger auf und auf der Auslassseite, auf der Einlassseite auch, haben wir deutlich mehr Hub gewonnen. So, eigentlich waren wir ja gerade hierbei, dass wir laut unserem Datenblatt 12,8 mm Hub, die Feder ist auf Block bei, wir kürzen das mal ab, 16,8. Das heißt, theoretisch haben wir 4 mm Luft. Die wollen wir natürlich nicht ganz ausnutzen, sondern Millimeter ungefähr. Ein Millimeter Spiel in die Windungen lassen, weil das Ganze ist ja dynamisch, das heißt, das schwingt auch ein bisschen nach und so weiter. Ja. Und das Schlimmste, was passiert, ist, wenn das auf Block geht, dann macht es nicht sofort Peng. Es macht so dreimal und dann... Der Verschleiß ist des Todes. Ja. Also der Verschleiß ist wirklich auf der Noppenspitze und so, weil man immer Metall auf Metall, das ist halt wirklich krass. So, das heißt, wir gehen theoretisch auf 3 mm. Also wir unterlegen jetzt die Feder 3 mm. Und somit... somit haben wir deutlich mehr Kraft am Ende drauf. Das heißt, wir bauen das Ganze zusammen. Das gleiche haben wir mit der kleinen Feder auch gemacht. Das heißt, wir haben ganz genau gemessen, wie wir es erhöhen können. Wolltest du mit denen jetzt erst anfangen, oder? Und haben dann quasi hier unsere 3 mm Scheibe zum Unterlegen. Wundert euch nicht, dass hier gerade ein kleiner Absatz drin ist. Das liegt daran, weil da drin auch ein Absatz ist. Also das hat schon einen Grund. Und das ist jetzt unser Federpaket, wie es hier reinkommt. So. Warte, ich halte wieder. Dieses hat in der Einbaulänge eine Federkraft von 58. Was gerade ganz schön viel ist. Nee, hat es auch nicht. Hat es nicht, weil wir ja oben nicht, genau, wir haben ja den Teller nicht mitgerechnet. Wir müssen jetzt den Teller abziehen. Ja. Das heißt, wir müssen 3 mm zurückgehen. Richtig. Wir müssen auf 36 gehen. Denkst du ja. Ja, da passieren halt unheimlich schnell, dass man da sich einen kleinen Bock einbaut. Ne? So. Das heißt, wir haben 45 Kilogramm Druck im Einlass. Ja. Supertech, was hat man gesagt? Gibt irgendwie 33 oder sowas an. Ne? So, das heißt, wir sind, genau, auf jeden Fall schon mal deutlich drüber. Jetzt gehen wir auf. Das ist natürlich mit der Uhr gerade blöd, müsst ihr euch immer 3 mm wegdenken. Jetzt gehen wir auf 9,5 bzw. 9,8. Das sind unsere 12,8 mm Hub. Da haben wir 120 Kilogramm, was auch schon viel ist. Ja. Also ist okay. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir noch drehen können, bis die Uhr hier rasant ansteigt. Wo wir dann wieder auf Block sind. Noch geht es langsam, 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 langsam. Da, jetzt ist er auf Block. Ja. Bei 10,8. Das heißt, wir haben 1 mm Restfleisch drin. Und damit ihr da mal so ein bisschen seht, wie eng das ist. Soll ich mal Lampe holen? Oder? Müssen wir auf jeden Fall mal einmal filmen, hier so die Windung rein. Wie wenig Spalt dazwischen ist. Ist das zu hell, René? Wenn wir die so richtig reinhalten von hinten. Man sieht, da ist wirklich fast nichts mehr. Okay, was haben wir gerade gesagt? 45 plus 120, ne? Ja. Nur um jetzt euch einmal zu zeigen, wie viel wir hier
in dem Fall rausholen. Machen wir nochmal ohne den Teller. Ohne den Teller. So, da haben wir im Sitz. Ne, wieder drei zurück. Ja, das sind dann auch die 31 so. Oder 30. 30. Das heißt, da haben wir richtig was rausgeholt. Ja. Von 30 auf 45 sind fast 50% mehr. Ja. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Gut, ja, hatte ich auch wirklich kräftig unterlegt dann, ne? Genau. Also halt maximal unterlegt. Ja. So, und jetzt, wenn wir jetzt nämlich auf unseren Hub von den 12,8 gehen, beziehungsweise 9,8. Jetzt haben wir sie gerade ausgemacht. Kann die das so? Ob die sich das merkt? Ja. Ja. So, da ist es prozentual gesehen nicht mehr ganz so viel. Da sind wir von 102 auf 120, das sind ungefähr 10%. Ja, wobei das wird sich schon bemerkbar machen. Ja. So, so. Das heißt, diese 12 Ringe unter die Feder. Und dann haben wir es, ne? Ja. Klingt erstmal so einfach. Jetzt müssen wir einen letzten kleinen Basischeck machen. Folgendes. Wir müssen leider einmal die Welle reinlegen. Und gucken, ob das überhaupt mit den... Mir fällt mir jetzt nämlich zur Sekunde ein, dass der Hub so viel ist. Ich hoffe, wir haben überhaupt Freigängigkeit für den... Leg mal was drunter. Für die Nockenwelle. Oh. Au. So. Sauber ist alles soweit, ja. Weil jetzt... So. Ja, das ist halt das Coole... Also ich behaupte mal, dass De Bielers schon recht viel Erfahrung auf VR-Motoren hat. Aber guckt euch mal bitte an, wie... Ja, also da ist der besagte Millimeter, den man immer in Luft haben sollte. Werden sich schon bei dem Grundkreis auch was bei gedacht haben, ne? So, wie kann man das beeinflussen? Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, das zu beeinflussen. Eigentlich doch ganz geiles technisches Video hier geworden. Ja. Und zwar, wie ich euch gerade gezeigt habe, wie man den Hub misst. Der Hub ist ja eigentlich immer nur das Verhältnis aus dem Kreis, weil das Ventil legt ja hier überall an. Das heißt, wenn die Nockenwelle hier rumfährt, ist das Ventil anliegend und geht dann um diesen Hub, geht das Ventil auf. So, das heißt, wenn wir diesen Grundkreis hier kleiner machen, wird natürlich der Nocken nach hier bei gleichem Hub auch kleiner. Das heißt, nehmt ihr im Grundkreis einen Millimeter weg, ist der Nocken nach hier logischerweise auch einen Millimeter kürzer und hat da wieder einen Millimeter mehr. Genau, hat aber die gleichen Werte. Genau. Man sagt halt nur immer, Grundkreis lieber so groß wie möglich lassen. Muss ja auch stabil bleiben, ne? So. Aber da sind wir hier in einem Rahmen, der auf jeden Fall noch human ist. Jetzt können wir eine letzte Sache machen, die mich gerade reizt. Lass uns da mal Einlass-Ausgangsventil doch nochmal reinstecken wieder. Mhm. Welchen willst du? Egal. Ja. Ich halt fest. Praktische beim VR-Kopf, die bleiben da sogar liegen. Bleiben direkt oben, ja. Ja. So, und jetzt zeige ich euch nämlich, was da jetzt reinkommt. Das sind die mechanischen Tassen. Da ist kein Hydro-Ausgleichselement mehr drin, sondern einfach nur einen in Anführungsstrichen Pimmel drin, der dann hier einfach aufsortiert ist. Oder geht es so? Das geht eigentlich so. Das ist auch so geil von euch gereinigt. Jetzt haben wir nur einen Fehler gemacht. Das, was ich zeigen wollte, müssen wir leider auf dem Zylinder machen. Das kommt jetzt hier drauf. Und dann seht ihr, der Pimmel drückt quasi direkt aufs Ventil. Klack. So, und jetzt werdet ihr sehen, wenn ich hier die Welle reinlege, dass da noch jede Menge Luft zwischen ist. So, das ist folgendermaßen, weil jetzt kommt hier meine Schatztruhe. Ich wollte gerade sagen, du willst doch nur deine Sammlung zeigen hier. Natürlich kann man mit diesen ganzen mechanischen nur was anfangen, wenn man die passenden Lashcaps dazu hat. So, jetzt geile Diskussion. Sind wir auch bis heute noch bei keinem Ende. Wie rum kommen die da drauf? Ja, hatten wir auch schon das Thema, ne? Würdest du sie... Also ich weiß, wir haben es eigentlich damals falsch gemacht. Weil man kann sie nicht... So, ganz wichtig beim Rausnehmen, weil da keine Zahl draufsteht. Man muss sich immer merken, wo sie rauskommen. Wir können ja zum Glück ein Video gucken. Also meiner Meinung nach... kommen sie aufs Ventil. Und genau. Nicht. Und in unserem Fall geht das aber nicht, weil es gegen die Keile kommt. Ja. Ja. Wir haben ja nur einen Millimeter Überstand. Hatten wir ja gerade noch beim Messen. Und wir haben aber mehr als einen Millimeter zwischen Keil und Ventil hier drin. Das heißt, man würde die Keile aufdrücken. Und okay. Deswegen haben wir sie dann von unten. Okay. Weil man denkt immer, die könnten rausfallen. Aber ganz ehrlich, bei 8000 Umdrehungen,
ist die Fliehkraft da sowas von egal, übertrieben gesagt. Ne? Ja. Nicht die Fliehkraft, die Erdanziehungskraft. Das ist dann wieder der Erfahrungswert in dem Moment. So, das heißt, wir haben so rumgemacht, ging auch damals gar nicht anders. Zum Glück hätten wir so rumgemacht, hätte er garantiert. Aber wir haben in dem Moment sogar noch telefoniert. Dann haben wir gesagt, nee, es geht gar nicht anders. Genau, weil wenn der die Keile die ganze Zeit behämmert, fallen die irgendwann raus und dann ist halt richtig Baustelle. So, da war relativ viel Luft gerade zwischen. Das heißt, ich würde behaupten, wir brauchen sogar größere. Und deswegen machen wir das Ganze jetzt nämlich. Da werden wir nämlich gleich leider an unsere Grenzen kommen. Weil ich sehe nämlich, wir haben von 1,8 bis, wir fangen mal gleich mit dem größten an, 2,9. Mhm. Und das könnte nämlich das Problem sein, dass wir nämlich hier wieder an unsere Grenze kommen. So, knocken wir raus. Was meint ihr? Das wäre ein Traum. Praktischerweise, genau für solche Zwecke. Dschungel, Power. So, jetzt in dem Fall, also wir hatten es so, den da schön drauf. Siehst du, die sind auch so, dass sie gerade so passen. Das heißt, da wird eh nichts abfallen. Nee. Und jetzt den drauf. Zack. So, und jetzt ist die alles entscheidende Frage. Haben wir schon ein Ventilspiel oder haben wir noch keins? Ja. Mit keins, also ist schon belastet. Ne? Genau. Jetzt gerade steht die Welle. Ist halt beim Vorher echt geil, weil das Ventil einfach so gerade auf dem Tisch gerade steht. Wir können jetzt gerade die Welle noch weiter runterdrücken. Nicht viel. Ich sag mal, aber so, schon spürbar. Genau. Ich sag mal so 3-4 Zehntel vielleicht. Das heißt, es ist auf jeden Fall lang genug. Das heißt, wir haben auf jeden Fall die richtigen Lashcaps. Das Ganze jetzt anzufangen einzumessen, macht auf jeden Fall gar keinen Sinn. Nee. Weil da muss der Kopf eingebaut für sein, eingebaut, zusammengebaut sein. Das heißt, wir müssen Ventile rein, Federn rein, Keile rein und so weiter. Und dann einfach nur, ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Bei dem Kopf ist es eigentlich wirklich super entspannt, ne? Ja, ja. Das ist da eigentlich ganz cool. Aber ich zeige euch noch mal einmal kurz, wie man das Ganze am Ende dann einfach nur misst. Haben wir schon etliche Male gezeigt. Aber es gibt ja immer wieder neue Leute, die auf dem Channel sind. Hier haben wir unsere Dicke. Das ist dann auch zeitgleich das Ventilspiel. 30, 5, heißt 30 Hundertstel, 0,3 mm. Mit diesem kleinen Löffelchen geht man dann hier einfach zwischen. Und wenn das hier so gut durchgeht, weiß man halt, welches Spiel man hat. Hat man zu wenig, nimmt man den Lashcap raus, macht dünneren rein. Hat man zu viel, macht man dickeren rein. Kommst du aber halt nicht um so ein schönes Sortiment drumherum. Außer du bestellst halt jeden einzelnen. So. Und das ist der Nachteil in dem Ganzen. Du musst halt, um dieses Lashcap rauszukriegen, ganze Nockenwelle rausnehmen. Ja. So. Das heißt, Steuerzeiten sind adieu, Kette muss ab, volles Programm. Schon ganz gut, wenn man sich vorher ungefähr überlegt, wo die Reise hingeht. Also bei VR ist das Ganze noch entspannt, weil kein Versteller. Ja. Jetzt gibt es Motoren-Limo, war die Hölle, weil du hast 2 Bänke, 4 Nockenwellen, den fetten Zahnriemen und dazwischen noch die Ketten mit Versteller. Möchte ich nicht machen. Das war wirklich so. Das heißt, wir machen das jetzt ganz in Ruhe hier, Kopf zusammenbauen, eine Basis rein. Dann den Motor ein bisschen laufen lassen. Ja, und dann nochmal kontrollieren. Und dann nochmal kontrollieren. Und noch mal ich bin mir leider 100% sicher, dass irgendwas da sich noch tun wird. Tun wird, ne? So, Thematik, eigentlich wollten wir noch Auslassbeschichten zeigen. Geht aus technischen Gründen heute nicht. Ich würde vorschlagen, wir machen Folgendes. Du filmst das ein bisschen mit Handy. Ja. Und ihr könnt euch einfach bei Instagram auf ein paar coole. Ja, kann man ja auch einfach ehrlich sein. Ist krankheitsbedingt im Moment. Wir haben einen hohen Krankenstand gerade. War einfach technisch nicht möglich, das umzusetzen. Genau. Und macht aber nichts, weil dieses Thema habe ich auch wirklich schon vergessen gehabt, weil wir so viele Videos machen. Wir haben es beim RS4 schon gehabt, da haben wir auch diesen Versuch mit den beiden Blechen gehabt. Also eigentlich haben wir es auch schon mal gehabt. Ich mache euch hier da mal eine Infokarte rein. René grinst. Warte, oben rechts. Ich gucke. Da, nee, links. Ne? Da, ja. Ne? So, ich meine schon mal oben, war schon mal 50% richtig. Wir haben ja sogar ein Video gemacht, wie diese Beschichtung funktioniert, auf Blechen, weiß und mit Wachs. Ja. Das gleiche passiert einfach im Auslasskanal. Ich zeige euch das am Ende auf jeden Fall, wenn es zusammengebaut ist. Und ja, der Kopf ist jetzt, würde ich sagen, soweit alles, was geht. Ja. Maximal unterlegt, maximal geschnitten, maximal bearbeitet. Alles schön sauber, alles schön geil. Ich würde sagen, der ist ready to race. Auf jeden Fall. Ja, was wir vielleicht noch vergessen haben, was wir noch machen können, wir haben natürlich die unteren Federteller auch CNC gedreht. Also wir beide haben es ja eben rausgemessen und haben dann hier die die unteren Federteller passend gedreht. Das ist jetzt erstmal bei dem Kopf nur einfach einen Ring. Mhm. Wir sind aber natürlich auch in der Lage, jegliche Konturen etc. da zu realisieren. Ne? Ich wollte jetzt erstmal vorsichtig dazu nichts sagen, weil ich Angst hatte, dass euer Postfach danach wieder hier voll ist, weil ihr auf einmal keine Köpfe mehr bearbeitet, sondern nur noch
jegliche Motoren. Es ist natürlich auch so, dass wir da natürlich nicht so viel Zeit für haben, aber wenn mal irgendwo wirklich Not ist oder sowas oder... Ich glaube, richtig interessant ist eher, sorry, dass ich unterbrochen habe, so gesamtkonzeptmäßig, weißt du? Die Leute lassen bei euch den Kopf machen und wollen gleich wissen, wie viel könnten wir das Ganze unterlegen und so weiter. Ne? Genau, dabei ist es natürlich bei uns eigentlich so, dass bei uns der Auftrag aufhört mit Montage der Ventile, also Keile, oberer Federteller. Aber ich habe es auch schon oft genug gehabt, dass jemand wirklich einen speziellen Federteller braucht, egal ob den unteren oder den oberen. Und natürlich kann man da bei uns fragen, ob wir das realisieren können. Obere heißt, ihr seid auch in der Lage, diesen Teller zu machen? Ja, klar. Das hättest du mir nicht sagen dürfen. Weil also wir machen zum Beispiel viele solche Teller für zum Beispiel für Speedway in Alu. Also wir machen viel so Alu-Federteller und sowas. Weil ich stelle es mir vor, der Winkel hier drin, wie die Keile da drin klemmen, das schwierig. Ist eigentlich so das A und O. Ne? Ja. Dann ist zwar jetzt nicht, wie Renke schon sagte, kein aufwendiges Teil, aber wir können es noch einmal kurz angucken. Können Sie zumindest einmal zeigen. An welcher Maschine der Ring hier ausfällt. Ja. Also irgendwas, weiß ich, haben wir an dieser Maschine auch schon mal gefertigt. Wir haben zusammen irgendwann schon mal Führungen gemacht. Führung, also auch unsere ganzen Ventilführungen machen wir. Entweder auf der Führung Maschine. Oder Sitzringe? Ja, beides. Führung und beiden, Sitzringe. Ne? Da liegt das ganze Rohmaterial. Das heißt, das ist eigentlich gegenüber allem, was wir machen, jetzt wirklich... Das ist halt einfach nur eine Unterlegscheibe. Rohmaterial, in dem Fall ein Werkzeugstahl? Genau, in dem Fall ein Werkzeugstahl, dass das Ganze natürlich auch dementsprechend hart bzw. zäh ist und sich natürlich die Feder da nicht direkt drin einarbeiten kann. Kurzfassung, was macht das Ding? Grob, also vom Abläufen her jetzt? Wir schrubben als erstes die Außenkontur, das heißt, wir stellen halt einmal hier den Außendurchmesser her, dann bohren wir einmal vor und machen dann mit dem Innenausdreher stellen das passende Maß her. Klingt genauso einfach wie Ventile schleifen. Brauchen wir auch zu Hause, wenn wir mal eine Unterlegscheibe schnell machen will. Perfekt. Wir können das ja hier noch einmal ganz kurz zeigen. Das wäre ja dementsprechend die Außenkontur. Das heißt, das ist das Werkstück, übertrieben gesagt so. Das ist das eigentlich, ne? Genau, das ist das Werkstück. Ich habe hier unsere 30-2-5, unseren Außendurchmesser. Fahren das Ganze bis auf minus 3 absolut. Also unser Federteller ist 3 mm stark. Hinten habe ich noch Reserve gelassen, 3 mm zum Abstechen des Ganzen. Ja, das ist schon unsere Außenkontur. Bohren das Ganze einmal, bohren bis auf minus 2 mm steht das jetzt. Das können wir ein bisschen tiefer machen. Ach nee, Quatsch, das ist das Anbohren. Mhm. Wir bohren nochmal an vorher. Genau, haben dann hier das Bohren bis auf minus 10. Also, dass das Ganze wirklich glatt durchgebohrt ist. Dann hier die Innenkontur, Innenkonus, ist einfach nur dementsprechend das Loch vergrößern. Und dann abschließend hier unten der Abstich, wo wir das Teil halt dann von dem Rohmaterial trennen. Boah, easy. Easy. Ganz easy. Natürlich unter Öl. So, das heißt, so super viel wirst du da jetzt wahrscheinlich so in dem Moment nicht sehen. So, ist es jetzt einmal absaugen, dann kannst du einmal reingucken. Jetzt ist halt das Äußere fertig. Wenn er das jetzt ein bisschen absieht, weiß ich, ob du was sehen kannst. So. Schlichtet er die äußere Fläche noch einmal mit einem anderen Werkzeug. Bohren das in der Mitte das Loch rein. Jetzt kommt der Innenausdreher. Dann wird das Teil dementsprechend abgestochen. Easy. Kein besonderes Teil, aber hat man zumindest mal gezeigt, dass man die Möglichkeiten hat, sowas halt so zügig herzustellen. Einfach mal auch schnell herzustellen. Ne? Ja. Ja, wenn man so einen Maschinenpark hier hat, dann ist schon super. Dann geht das schnell. Ich würde sagen, wieder sehr technisches Video, aber cool, interessant für die Leistungsverrückten. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne. Ein bisschen Maschinentechnik, Torque, Tuning, einmal alles querbeet gezeigt. Nächsten Video mal gucken. Ich denke mal, es geht weiter mit Thematik Turbolader. Mal gucken, Prüfstand, wie auch immer. Ja. Danke fürs Zuschauen, danke für eure Zeit. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.